Sie verstanden? Majestät! Wir brauchen jetzt ein bisschen Entspannung. Majestät, wie wäre es mit ein bisschen easy listening? Hm. Ja, warum nicht, Seifenstein? Ja, easy listening, das ist gut. Wobei wir eigentlich mehr an easy women, also an leichte Mädchen haben. Der Pop- und Jazzsänger Roger Cicero. Ich glaube, dass die Welt mich mag, denn sie schenkt mir einen neuen Tag. Alle 24 Stunden, ich denke, es wird Zeit, dass ich mal Danke sag. Ich glaube, ich lass mich jetzt los, den ersten Typ am Rettungsboot, den ersten, der die Bremse zog, bevor er aus der Kurve flog. Hab die Kontrolle verloren und bin gekentert im Sturm. Und zum ersten Mal schau ich nur nach vorn. Denn wenn es morgen schon zu Ende wär, ein Schritt zu viel im Stadtverkehr, dann lebe ich vielleicht heute nur ein kleines bisschen mehr. Dann wiegt die Welt nicht ganz so schwer und jeder Atemzug ist so viel wert. Dann lebe ich vielleicht heute nur ein kleines bisschen mehr. Ich denke, ich hab keinen Plan. Das fühlt sich so viel besser. Das ist das Bild, ich weiß und ich bin hier und ich hab einen damit er weiß, wie man in Österreich singt, ja? Ja, das. Welch engelsgleicher Wohlklang. Ich bin auch ein bisschen gerührt von der Darbietung, muss ich zugeben. Ja, hingerissen wird das richtige Wort. Hingerissen. Ich wollte hingerissen sagen. Hat er was mitgebracht? Ich habe was mitgebracht, ein Geschenk für Eure Majestät. Ja. Jetzt allerdings. Wieso haben wir es noch nicht? Nach dieser Performance, es wäre natürlich ganz großartig, wenn Sie nicht nur als Gast zu meinem Konzert kommen könnten, sondern auch als Duettpartner, wäre natürlich ganz, ganz großartig. Aber hier sind zwei Konzertkarten für Graz und in Wien, wenn Sie möchten. Ihr möchtet? Er ist ein Deutscher, deswegen verzeihen wir ihm das, aber. Müssen wir wieder die Toni-Polster-Erklärung machen? Allerweil die Deutschen, Seifenstein. Das ist Entwicklungshilfe auf ganz niedrigem Niveau. Das ist so. Ja, wir wissen schon, es ist schwierig für die, weil die haben einmal schon einem Österreicher vertraut und dann ist das heute nicht mehr. Also, wo spielt er? In Graz spielt er ein Konzert? Ja. Wann? Am 21. Oktober. Schau, das ist ja noch weit hin. Das ist noch sehr weit hin und am 22. dann gleich in Wien. Das wird sehr herrlich. Wahrscheinlich in der Stadthalle nehmen wir mal. Das ist richtig. Na ja, sicher, kommen ja viele Leute. Er hat viele Fans in Österreich, oder nicht? Ja, das stimmt. Ja. Das freut mich immer wieder sehr. Ja. In Deutschland auch welche? Ja, ein paar. Nicht so viele wie in Österreich, aber. Wirklich? Ja, das ist so. Ja.
Na, na sicher, ne? Denn wir Österreicher wissen Qualität ja zu schätzen. Ja, das stimmt. Wir sind in Österreich, bei einem Kompliment sagt man da Danke. Ja, stimmt. Ich sage, mit Biefke Arroganz kommen sie bei uns nicht, weißt? Das ist wie beim Skifahren auf die Skispitzen aufsteigen. Das geht nicht. Kann er Skifahren? Nein, um Gottes Willen. Ja. Da sieht man, was sich in dem Land noch alles ändern muss. Seifenstein, lass uns einen Skikurs organisieren für den... Herr Film, Majestät. Für den Ildefonso. Roger, Majestät. Ja, irgendwas mit Kirschen, das haben wir ja gewusst. Ja. Nicht Mon Cherie, sondern Roger, Majestät. Ja, haben wir schon kapiert, irgendwas mit Schokolade. Ja. Mit so einem Mannerschnitten. So. Schwedenbomben, nein, aber. Was jetzt? Roger. Roger! Wie noch? Cicero. Cicero? Cicero, ja. Das ist aber jetzt ein Künstlername. Nein, das ist sogar mein dritter Vorname. Aber nein! Doch. Ist er verwandt mit dem Cicero? Nein, das nicht. Das wäre eine ziemlich lange Verwandtschaft. Das stimmt allerdings. Wieso? Wirklich? Ja. Wo kommt er her? Mein Vater war Rumäne und ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Na, Rumänen, das war ja Teil des Römischen Reiches, Seifenstein. Vollkommen korrekt, Majestät. Na ja, also, dann der Cicero, das war ja ein römischer Philosoph, ne? Unter anderem, Majestät, auch Staatsmann, Anwalt und eben Philosoph. Na ja, heißt dann, ist er ein Philosoph? Beschäftigt er sich mit philosophischen Sachen? Kommt vor. Ja, wirklich? Ja, so hier und da kommt das vor, ja. Was sind das für Sachen? Doch, über das Leben an sich. Wirklich? Ja, man kann über so viel nachdenken, Gott sei Dank. Ja, das ist ja, so wir schön. Haben schon, wir sind so froh, dass er Philosoph ist. Wirklich, wir sind sehr, wir haben schon so viele Musiker gesehen und bei uns gehabt. Wir sind mal Kollegen? Froh, dass wir mal mit einem Philosophen reden. Wir selber sind ja auch ein Philosoph. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, ganz einverstanden, alles ist relativ. Das ist falsch, Majestät. Was? Der Satz, alles ist relativ, ist selbst nicht relativ, sondern manifest. Insofern widerlegt er sich selbst. Ich stimme zu. Alles ist nicht relativ, was sagt er jetzt? Ja, ich bin etwas überrascht. Ah? Ja. Sehen Sie, Seifenstein, wir haben bereits einen philosophischen Zirkel hier. Verstehe, Majestät. Wir sind ja sehr gescheit, aber wir kommen nur sehr selten dazu. Also ausleben zu können. Wir müssen ja meistens regieren und da hilft es halt, dass man mal deppert ist, nicht? Er hatte beim Song Contest hat er ja fertig singen dürfen, nicht? Das stimmt. Für Deutschland angetreten beim Song Contest. Ja. Wie viel da ist er da geworden? 19. Ja, die Deutschen, gell, immer bei den wichtigen Ereignissen ganz ja, vielleicht hätte ich damals... Nicht so wie Österreich! Ja, vielleicht hätte ich damals bessere Chancen gehabt, wenn ich was auf Steirisch gesungen hätte. Kann er das? Ich habe da was vorbereitet. Wirklich? Ja, ich bräuchte allerdings die Hilfe von meinem Gitarristen. Kann man denn die Gitarristen wiederholen? Ja, komm rein. Ja, da. Wir haben uns mit dem Tempo angepasst. Wir sind nicht in der Schweiz, das ist immer genau. Ich singe ein Lied für dich. Und dann fragst du mich, wolltest mit mir tanzen gehen? Ich glaub, ich steh auf dich. Ich singe ein Lied für euch und kann die Sterne da sehen. Ich hab mich verknallt in dich. Ja,
Der Steiermark ist offensichtlich ganz woanders von vier Jahren. Na, sehr schön war das. Sehr schön. Ja, ja. Also, vielleicht noch ein bisschen steirisch üben. Ja? Burn ein bisschen. Ja. Vielleicht sollte sie merken, das bunte Pantherhörl ist das beste Durchspiel, was es gibt auf der Welt. Ist das so? Okay. Okay. Er darf sie zurückziehen. Ja. Aber er muss auch mal ein bisschen brav bleiben, gell? Ich.